Hast du eine Ahnung, wie man sich vor schädlichen elektrischen Wellen schützen kann? Hallo YouTube. Meine Großmutter hat Kastanien unter ihrer Matratze. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Teil 2. Das bezweifle ich. Zum Anfang Großmutter hatte keinen Sinn für Humor. So, wir gucken mal. Hol die. Ja, erstmal eine ganze. Hätte ich das gewusst? So. Ich habe das Gefühl. Nö, die hat ja noch. Habe ich so einen Müll dabei? Okay, dann ist mir eine schon. Ich verstehe, schon kaputt geworden. Kaufen wir. So. Was hat er denn noch Gutes? Ich brauche unbedingt Teile. Mal alles. Ich kaufe mal ein bisschen ein. Wir haben es ja im Moment. So. Ja. Ich würde gerne. Hier, was du brauchst. So. Was ist das? Warum so langsam? Effizieren. Hier mache ich auf jeden Fall das. So. Und hier. Und dann halt den Blitz drauf. Und den Griff. Das. Dann sind wir schon wieder Teile los. Das kostet mir einen Teil. Gut, schönes Ding. Gefällt mir. Fertigkeiten. Ah ja, da hatten wir noch einen Punkt, aber wir wollten ja warten. Dann hier. Ich würde gerne hier was herstellen. Quatsch mit Soße. Bleib doch mal da. Gut, hätten wir das. Wir müssen das so viel zurück, das machen wir natürlich sehr gerne. Ich habe nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Bloß Märchen, wenn du mich fragst. Dann, abwärts. Moment. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, dass es eierreger läuft mit dem Controller. Warum auch immer. Will. Bienen sind nicht zurück. Aber Kamille ist schnell gewachsen. Und Lavendel. Da
besser gut nach, was du als nächstes tun willst. Suchst du Streit? Warum kommen immer? Hast du ein Problem? Okay. Ich hab mal ein bisschen Lust zu kämpfen. Ich bin ein Peacekeeper. Sieh dich zurück, Arschloch. Du verdienst eine Belohnung, Mann. Ja, gut, danke. Okay, dann machen wir mal. Wieder nach oben. Ich hörte, der Ladenbesitzer erwartet eine Lieferung von Reniers Leuten. Was hast du Schönes? Was ist das? Der Bomber. Teile kaufe ich dir sehr gerne. Hast du vielleicht auch was anderes noch so? Nee, das nehme ich dir noch. Ich habe, was du suchst. Ja, ich habe schon gekauft. So. Wir sollen ja zu. Hört nun und merkt, die Neuigkeiten aus der letzten verbleibenden Stadt. Meine Gesundheit ist auch. Ich sollte mal das nicht nehmen. Wieso? Wer würde Lukas umbringen? Jemand mit Eiern aus Grobstahl, der ein Exempel statuieren wollte. Oh, ich brauche mir doch die Knochen. Anführer kann man nicht einfach so diskret umbringen. Wer auch immer ihn umgebracht hat, muss ziemlich stark gewesen sein. Oder? Also konnte es kein Zufall gewesen sein. Ja, ich habe einen Fertigkeitspunkt. So, sorry. Es wird gleich wieder ruckeln. Du hättest es nicht schlimmer vermasseln können. Aber du hast gut reden. Irgendwie mein PC mag dieses Infrarotlicht nicht. So, hallo. Jetzt geht's uns besser, oder? Kommt drauf an, oder? Veronica, der Typ war ein Arschloch. Als der an der Spitze der PKs war, waren die absolut unausstehlich. Das Ganze ist ziemlich einfach. Lukas ist Geschichte. Alles ist besser für uns. Amen. Du hältst besser mal die Schnauze, Barney. Wo ist Sophie? Du schon wieder? Was machst du? Spinnst du mir nach? Verheimlichst du was? Du hast über den PK-Commander geredet, oder? Oh, da haben wir jemand ganz neugierigen. Pass auf, wo du deine Nase reinsteckst, Pilger, oder sie fehlt bald. Dieser Flachwichser Lukas hat's verdient zu sterben. Das ist die Wahrheit. Barney, die Wahrheit ist, du bist ein Idiot und die Peacekeeper beschützen uns. Beschützen? Vor was? Wer hat unser Windrad besetzt? Die Peacekeeper! Wer hat die U-Bahn übernommen? Scheiß Lukas! Also die sollen sich doch hier alle verpissen, bevor es ihnen geht wie diesem gottverfluchten Commander. Du solltest doch auf mich warten.
Auf dich warten im Garten. Planänderung. Schiss, dass ich hinter deinen Kristallen her bin, hä? Huh? Schiss. Vor dir? Dass ich nicht lache. Wir haben ja unsere eigenen Interessen, Pilger. Und die gehen dich gar nichts an. Zwei deiner Leute sind für eure Interessen gestorben. Du hast Birdie nur benutzt, um mich abzulenken, oder? Du weißt einen Scheiß über mich und meine Leute, Arschloch. Birdie war wie ein Bruder für mich. Aus irgendeinem Grund will meine Schwester dich sehen. Also geh ihr auf den Nerv. Okay. Seine Schwester will mich sehen. Vielleicht wäre es besser für Sophie, wenn er nicht. Diskret verhalten und nicht mitten auf dem Bazar rumbrüllen. Sie haben mich überrascht. Lass mich doch nicht durch, Hermann, Hermann. Du mich auch. Oh Gott. Warum hast du es denn nicht selbst gemacht? Wir müssen sie töten, Karl. Sie haben eins zu uns gehört. Wir müssen verhandeln. Mit Erpressern verhandelt man nicht. Deine Mutter war ganz anders. Außerdem habe ich hier das Sagen. Wir machen uns bereit. Und wir geben Joe diese Scheißkristalle. Feige Ratte. Ich weiß, was du denkst, aber wir müssen auf ihn hören, Herman. Für den Bazar. Nur für den Bazar. Sophie. Ganz ruhig, Herman. Er hat Barney gerettet. Schon vergessen? Interessanter Typ, dein kleiner Bruder. Ihr seid wohl nicht gut klargekommen, hm? Sagen wir lieber, auf den ersten Blick ist was anderes. Barney hat seine Schattenseiten. Aber er ist auch unglaublich loyal. Und Old Villador hat so viele Sorgen, dass ich eben Leute brauche, denen man vertrauen kann. Was sind das denn für Sorgen? Du bist ein kleiner Naseweiß, Aiden, was? Frag einfach. Was willst du wissen? Nach dem Mord am Commander hat sich euer Verhältnis mit den Peacekeepern also verschlechtert. Das ist noch untertrieben. Genauer gesagt, alles ist schiefgelaufen. Aber Lucas hatte den Tod verdient. Seit der Pest gab es nichts, was den Leuten hier so geschadet hat wie er. Auf seinen Befehl übernahmen die Peacekeeper das Windrad. Für ihr eigenes Wohl. Sie greifen sich einen Großteil unseres Essens ab. Und unser Wasser. Und für welche Gegenleistung? Schutz? Beschützen kann ich uns selber. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gemacht. Warum ist Barney abgehauen? Kristalle sind wertvoll. Wir brauchen sie für eine Transaktion. Und du kannst uns jetzt helfen. Wie bei Barney? Birdie? Wie Hilfe hat sich das nicht angefühlt? Barney bekam einen Schock, als er das mit Birdie erfuhr. Deshalb ist er vor dir abgehauen. Er will nur das Beste für den Bazar, Aiden. Er denkt, er beschützt uns alle. Er ist eigentlich noch ein Kind. Er war noch recht jung, als unsere Mutter starb. Aber auch vorher schon, als er klein war, waren wir eigentlich immer alleine. Jetzt ist er erwachsen und braucht niemanden mehr. Je mehr er anderen helfen will, desto mehr tut er sich selber weh. Dieser Streit mit Karl, worum ging es da? Sagen wir einfach, der Tod des PK-Kommandos hat unsere Probleme noch verschlimmert. Sieh dich um, Aiden. Was siehst du? Etwas, wovon die Leute außerhalb der Mauer nur träumen können. Am Ende des Monats werden all diese Leute tot sein. Warum? Weil unsere Wasservorräte in Kürze aufgebraucht sein werden. Vor 2 Wochen haben ein Gauner namens Joe und sein Kumpel Jack mit ihrer Gang den einzigen Wasserturm in der Gegend übernommen. Vor kurzem lebten sie noch im Bazar, aber Karl warf sie wegen ihrer Mauscheleien raus. Deshalb wollen sie sich rächen. Sie haben den Turm vermint und wollen ihn hochjagen, wenn sie nicht jede Woche Schutzgeld kriegen. In Form von Medizin, Essen und Kristallen. Und all diese Leute sind komplett ahnungslos? Was die Wasserknappheit angeht, ja. Ich wollte es ihnen sagen, aber Karl hatte Angst, es würde eine Panik auslösen. Er wandte sich lieber an die PKs, kam aber natürlich mit leeren Händen zurück. Die helfen nur sich selber, nicht uns. Dass Joe den Turm eingenommen hat und Schutzgeld verlangt, ist denen egal. Meine Mutter sagte immer, mit Erpressern verhandelt man nicht, als sie hier noch das Sagen hatte. Also bevor Karl die Macht ergriff. Sie lenkte den Bazar mit eiserner Faust. Karl gehorchte ihr. Aber nach ihrem Tod wurde er arrogant und großspurig. Wollte deine Mutter nicht, dass du ihr nachfolgst? Ich weiß, was sie für ihr Volk wollte. Gemeinschaft und Freiheit. So sagte sie es immer.
Was sie für mich wollte, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich für sie überhaupt existierte. Sie war eine große Führerin, aber eine grottige Mutter. Was hast du vor? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe versprochen, Karl zu helfen. Solange er das Sagen hat, bekommen Jack und Joe ihr Schutzgeld. Und sie werden immer mehr aus uns rausquetschen. Und so weiter und so weiter. Die Sicherheit meiner Leute ist das Wichtigste. Du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Daher möchte ich dich um Hilfe bitten. Karl glaubt, Joe würde sich an die Abmachung halten, dass er uns Zugang zu dem Wasser geben wird. Aber ich bin da skeptisch. Ich muss Leute losschicken, damit sie mit den Banditen verhandeln. Und ich will Überraschungen vermeiden. Karl ist mit unseren Leuten schon unterwegs zu dem Ort, wo der Deal über die Bühne gehen wird. Sorg bitte dafür, dass alles glatt läuft. Ich soll sie bewachen. Ja, aber sei diskret und halte Abstand. Wieder im Bazar? Wenn ich er wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Gut. Ankunft. Wir machen noch nicht mit der Story weiter, denn... Ein Einkauf vorhanden. Upgrades. Ich brauche Upgrades. War schon. Feuerfalle, schön. Ja, ich gucke noch mal ein bisschen, was die hier so haben. Aber nichts mehr Besonderes, ne? Sendnerwurf gegen Schanomine. Okay, Klamotten kaufe ich nicht. Die kann man finden. So, wir haben aber einen Auftrag im letzten Part schon bekommen. Da hat uns hier jemand angequakt. Vermisste Person. Ein Typ beim Bazar namens Damien hat mir von einem Ort erzählt, zu dem man gehen sollte, um Geld zu verdienen. Ist das jetzt... Spiel? Warum das jetzt? Raus hier! Also, ich finde, das ist ein bisschen wirklich eierig geworden. Der bewegt sich so komisch. Anstatt zu drehen, läuft er manchmal so. Hat er einen Tee. Ich habe dir Geld für Wasser gegeben und was hast du getan? Die Karte war gut für mich. Ich konnte nicht anders. Einmal hoch hier. Aiden, da stimmt was nicht. Susie, bist du da? Sophie! Wir werden... Was? Susie, was ist da los? Es war eine Falle! Hau ab! Scheiße! Susie? Ralf? Aiden, schnell! Sie haben alle Kristalle! Alles, was wir hatten! Ist sie schon offen? Hallo? Ja, die können warten. Ich setze mich jetzt ans Lagerfeuer. Und, gibt's was Neues? Ah, sie singt, ja. Sie haben keine Furcht vor der Nacht, die anbricht vor der See. Das haben wir schon mal gehört. Ist ein schönes Lied, schöne Stimme, aber... Oh,
Hier. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mache ich einen Cut und dann im nächsten Part gehen wir rein. Vielen Dank fürs Zusenden. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks immer, wie ich mich sehr darauf freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.